gentlemen around the world. We at Domeflix Productions extend our greetings to you from the Zeiss Planetarium in Jena, Germany. Welcome to the live broadcast premiere of Kur Commander, a 360-degree TV series in 7 episodes. Kommst du mal eben ganz spontan auf die Bühne? Und dann ging es los. Worum es geht, ist einmal zu erproben, wie geht das denn überhaupt, dass das Serienkonzept, was man aus dem Fernsehen kennt, sich hier ins Planetarium hinein überträgt. Bei mir dreht sich alles um das eine, Dihydrogenmonoxid, H2O. Es ist mein Lebenselixier, es ist Leben. Wasser ist in mir, es ist um mich herum. Es geht um den Bademeister Ralf, der sich unsterblich in die wunderschöne Nixe Käthe verliebt. Ich hab's. In 7 Episoden wird erzählt, wie sich die Beziehung dieser beiden entwickelt. Saunameisterin Käthe und dem Bademeister Ralf. Das alles findet natürlich am Wasser statt, denn Ralf liebt das Wasser. Und so natürlich auch Käthe. Diese Produktion ist eine Mischung einerseits aus Fulldom-Filmen, andererseits eben auch aus performativen Elementen, so wie wir das ja wirklich eigentlich jedes Jahr machen. So, Ladies and Gentlemen, die Stimme sagt, die Band beginnt zu spielen. Käthe räuspert sich, das kannst du jetzt schon machen. Als ihr Gesang einsetzt, muss sie immer wieder den Husten unterdrücken. Das klingt nicht gut. Wenn Corona Striche durch sämtliche Rechnungen macht, muss man eben das Drehbuch dauernd umschreiben. Und das haben wir gemacht. Und so kam jetzt diese Hybridform raus, dass einige Episoden vorproduziert in Ton und Bild und 360-Grad-Ästhetik vorliegen. Feline geht auf Käthe zu und sagt ihr, dass es so nicht weitergehe. Andere Episoden, Käthe die sich partout nicht filmen ließen, da haben wir dann gesagt, wir können ja Fulldom-Theater, wir können immersives Fulldom-Theater, also spielen wir diese Szenen aus. Hier ist ein großartiger Bühnenraum. Einmal das ganze Ding, das ist dann ungefähr 8 Minuten lang und dann die 3 Einzelteile auch mal als Einzelteile. Guck mal, Episode 3, ja. Machen wir auf. Das Erzählerdeutsch. Ja, das ist es. Und wo hat Mohammed die Daten? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Soundspur gefunden. Ich habe das Gefühl, es wird heute zu groß. Feline rät Käthe, schnell ins Inhalatorium zu gehen, um dort ihre Atemwege vom Hustenreiz zu befreien. Käthe geht einmal um den Sternenprojektor herum und betritt augenblicklich den Nebelraum des Inhalatoriums. In dieser Hyperventilation fängt Käthe an zu halluzinieren. Und wie üblich sieht sie zuerst Außerirdische. Dann kommen 3 Außerirdische. Und ich stehe hier und huste. Und du hustest die an. Und das Wichtigste ist Bühnennebel. Bei welcher Taste war das hier mit Foggy Fog? Käse hier. Oh, der ist Fog. Ja. We want to check the streaming. We will check the camera positions and the light with the camera. Yeah. We have some cameras, 360 camera, and this because we have some parts to bring in the live stage to this VR environment. This was HDMI, and then would be connected to the computer, and then we can control both 360 camera. Wir versuchen trotzdem, den Raum und die Kuppel so zu nutzen, wie wir das ganz normal auch machen würden. Uns war es besonders wichtig, dass es trotzdem einen Live-Charakter hat. Und deswegen streamen wir hier mit 2 Kameras, sodass man auch einen leichten Ortswechsel hat. So my part was like first creating this kind of VR environment to imagine that you are still in a full dome, but in the same time you are in full sphere VR environment.
we can play all the contents. Doesn't matter, is it 2D or is it like a full dome or is it like really an actual full sphere VR content. So, and I think for me, this is really very good because it helped us to bring everything to the people at home. Yeah, this is one of the things I want to tell Andrew Grinscher to do it full screen mode. And ja, das Ding ist halt auch der Übergang zwischen vorproduzierten Episoden und den Live-Sachen dann immer, ne? Ja. Zumindest am Ende, dass wenn Robert fertig ist, kurz einen Daumen hochhebt und wenn ich fertig bin, auch, dass ich auch einen Daumen oben. Das ist immer Live-Kamera, ne? Also immer wenn, also hier ganz am Anfang mache ich einen, da, Live-Kamera, Live-Kamera, Live-Kamera. Mhm. Und hier auch sowas von Live-Kamera. Ne? Und dann müsst ihr wirklich haargenau wechseln, dass danach sofort im Anschluss die VR, nee Quatsch, die Dome-Projektion, ja, für euch beim Streamen die VR-Projektion kommt. Das heißt, alles, was im Endeffekt mit VR-Stream betitelt ist, sind auch Videos, die ich lokal abspielen kann. Da muss ich jetzt quasi nicht mit der Kamera. Ja. Auf den Knopf drücken und gut vorprozierte Dome-Visuals abzuspielen, ist das eine. Aber dann plötzlich vor dem Bühnenhintergrund oder ein Bühnenbild in 360 Grad live zu agieren, wie echte Schauspieler im richtigen Timing, das erfordert schon eine etwas steilere Lernkurve für die Akteure. First test. We have a lot of materials. We have filming cameras, we have like playback materials, it's animation or even it's filmed by other people. So, and yeah, I tried my best to put all this material all in one common ground, which is the VR environment. Es wurde speziell für das Fuldom Festival ein neuer VR-Player kreiert, der nicht über YouTube oder bekannte andere VR-Player läuft. Und über den streamen wir das jetzt. Okay, this card work? It was always okay. Because I test mine at home, it works. I tested with three different ones. Also es ist natürlich alles ein Work in Progress. Das ist immer so, wenn man etwas ganz Neues macht, was es bis jetzt noch nicht gab, dass man mit der Zeit irgendwie immer besser wird. Wahrscheinlich hätte es das in der Geschwindigkeit auch gar nicht gegeben, wenn es jetzt die Pandemie nicht gegeben hätte. Das hätte wahrscheinlich noch ein paar Jahre gedauert, bis man diesen Schritt gewagt hätte vom Full Dome in den virtuellen Raum. Wir haben ja heute Premiere, endlich. Kur-Commander-Premiere. Hier diese weiße Markierung nicht übertreten, ne? Nein. Nein! Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Aber nur einmal. Käthe ist eigentlich auch Sängerin und sie singt in einer Galerie. Dann aber wird sie von einem Hustenanfall überwältigt. Und in dieser Hustenkatharsis fängt sie an zu halluzinieren. Was passiert, wenn man halluziniert? Ganz häufig tauchen Außerirdische auf. Und dann redet er halt so, sie kriegt jetzt eine Halluzination und sie sieht jetzt Außerirdische. Das ist quasi unser Stichwort, sie sieht jetzt Außerirdische. Dann gibt es die Regieanweisung, dass wir im Nebel abgehen. Das ist es jetzt. Leute, Konzentration, wir spielen. Cliffhanger. Aus dem Zeiss-Planetarium Jena begrüßen wir Sie zur Live-Übertragung der Premiere der 360-Grad-TV-Serie Kur-Commander. Lasset den Stream beginnen.
And so it was that fateful day. There's a new man in town named Ralf. On his first day of work, everything should go smoothly. You saw him as he patrolled the pool? Vom Beckenrand wird nicht gesprungen. Big Kopf. Die Besucher der Vernissage betrachten die Lichtkunstobjekte. Die Band beginnt zu spielen. Pourtant, je vous ai volé quand vous passiez hier. Als ihr Gesang einsetzt, muss sie immer wieder den Husten unterdrücken. Das klingt nicht gut. Käthe betritt den Nebelraum. Menschen in weißen Kapuzenkitteln bewegen sich im Kreis. Es überkommt sie ein starker Hustenreiz. Käthe hustet nicht nur, Käthe hyperventiliert. Wie so oft in solchen Fällen tauchen in ihrer Halluzination Außerirdische auf. Käthe und Ben spielen ein kurzes Lied, dann ist Schluss. Und Ende Episode. Ja. Ob ich mal nach unten schaue, es klingt so verführerisch aus des Meeres. Tief im Blau, vielleicht ist es nur ein Fisch. Ach, ich weiß nicht so genau, warum rufst du immer. VR soll ja Fuldom nicht gänzlich ersetzen, aber es hilft auf jeden Fall, um es trotzdem zugänglich zu machen. Immer wenn ich schwimme, höre ich eine Stimme, komm zu mir. Immer wenn ich schwimme, höre ich eine Stimme. Wir wären nicht so schnell und so unter Druck mit der Technologie des 360-Grad-Streamings vorangeschritten, hätte uns Corona nicht letztlich keine Alternative gelassen. Man findet für alles neue Wege und das haben wir auch gemacht. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Ziel, nächstes Jahr wieder das Fuldom Festival so stattfinden zu lassen, wie es ursprünglich gedacht ist. Es ist ja trotzdem eine andere Erfahrung, wenn man hier in der Kuppel sitzt und sich das in einer ganz anderen Dimension anschauen kann. Tief benommen lieg ich da, ist es Wahrheit oder Traum? Es war schön, was ich da sah, sie entstieg dem Meeresschaum. Jemand flüstert mir ins Ohr, eigentlich will ich nur dich. Jetzt startet sie den Bootsmotor, diese Stimme kenne ich. Immer wenn ich schwimme, höre ich eine Stimme, komm zu mir. Immer wenn ich schwimme, höre ich eine Stimme, ich bin hier. Immer wenn ich schwimme, höre ich eine Stimme, komm zu mir. Hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen.